Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein. Ich bin Peter Maxwell, Spiegel-Korrespondent in Leipzig und ich habe gemeinsam mit Kollegen monatelang zum Fall Gil Oferim recherchiert. Und wenn man diese Puzzleteile sozusagen zusammenlegt zu einem Mosaik, dann ergibt sich eigentlich ziemlich klar das Bild, dass die Version, die Oferim selbst verbreitet hat, so nicht stimmen kann. Anfang Oktober veröffentlichte der Schauspieler und Musiker Gil Oferim ein Video auf Instagram. Einen schönen guten Abend zusammen. Ich bin ganz sprachlos. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Auf dem Gehsteig vor dem Hotel West Inn in Leipzig schildert er, wie er versucht habe, dort einzuchecken. Wegen technischer Probleme am Schalter habe sich eine Schlange gebildet. Das kann passieren, alles gut. Kann passieren. Dann aber seien Menschen, die hinter ihm in der Schlange standen, von einem Hotelangestellten vorgelassen worden. Es sei zum Streit gekommen. Oferim wirft dem Hotelmitarbeiter Markus W. Antisemitismus vor. W. habe Oferim aufgefordert, seine Kette mit Davidstern zu verstecken, bevor er einchecken dürfe. Wirklich? Deutschland 2021. Der Spiegel konnte Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft und einer Wirtschaftskanzlei einsehen. Die Kanzlei war vom Hotel mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt worden. Zudem konnten wir die Aufnahmen der Überwachungsvideos und zwei videoforensische Gutachten auswerten. Man kann auf den Überwachungsvideos ja ziemlich deutlich sehen, wie viele Leute in der Lobby stehen und wie eng es auch ist. Das heißt, es gibt sehr viele Zeugen, viele Leute, die einerseits diesen Ruf dieser antisemitischen Beleidigung gehört haben müssten, aber auch viele Leute, die diesen Stern gesehen haben könnten. Und von den mehr als 30 Leuten, die insgesamt befragt wurden, erinnert sich nur ein einziger daran, dass Oferim diese David-Sternkette sichtbar auch schon im Hotel getragen haben soll. Hinzu kommt, dass die Gutachter, also diese Videoforensiker, die das ausgewertet haben, zu dem eindeutigen Ergebnis kommen, dass er die Kette im Hotel eben nicht sichtbar getragen haben soll. Die Überwachungskameras zeigen, wie Oferim am Hotel ankommt, sich am Schalter einreiht und zunächst noch geduldig wartet. Oferim steht dann schon eine ganze Weile in der Schlange, als plötzlich zwei Herren, die hinter ihm in der Schlange stehen, einen Hotelmitarbeiter fragen, ob sie schon einchecken können, weil ihre Karten bereits vorbereitet am Schalter liegen. Und der Hotelmitarbeiter entscheidet daraufhin tatsächlich wohl, den beiden ihre Karten zu bringen, weil sie sind Stammgäste. Das heißt, die technischen Probleme, die es an dem Abend im Hotel gibt, betreffen die beiden gar nicht, weil alles schon vorbereitet ist und sie direkt auf ihre Zimmer gehen können. Das ist mutmaßlich der Moment, in dem Oferim getriggert wird. Als er wenig später an der Reihe ist, lässt er am Schalter seinem Frust offenbar freien Lauf. Man kann hier auf dem Video auch ganz deutlich sehen, wie er an einer Stelle die Hände von oben nach unten so ineinander klatscht. Das ist der Moment, in dem er laut Zeugenaussagen gesagt haben soll, das geht dann viral, bam, bam, bam. Oferim selbst bestreitet, dem Hotelpersonal mit einem negativen Posting und seiner digitalen Reichweite gedroht zu haben. Allerdings gibt es mehrere Zeugen, die genau das laut eigenen Angaben gehört haben. Man kann auf den Aufnahmen dann auch relativ deutlich sehen, dass während des Streits zwischen Oferim und Markus W. einige andere Leute in unmittelbarer Nähe sind. Nicht nur Sophie G., eine Werkstudentin, die Kollegin ist von W., sondern auch am benachbarten Schalter zwei andere Gäste, die zeitgleich einchecken, eine Betriebsrätin und ihr Kollege. Die Betriebsrätin selbst hat dann später in ihrer Befragung auch gesagt, sie sei ja selbst dafür verantwortlich, sich für die Interessen anderer Menschen einzusetzen. Und hätte sie mitbekommen, dass Oferim tatsächlich auf diese rüde Art und Weise antisemitisch beleidigt worden wäre, dann hätte sie auf jeden Fall etwas gesagt und eingegriffen. Die Überwachungskameras zeigen auch, wie Oferim anschließend vor dem Hotel das Video aufnimmt, über das bald auch CNN und New York Times berichten. Das Bittere an der ganzen Angelegenheit ist, dass das Thema Antisemitismus in Deutschland ein so wichtiges ist und Oferim ja möglicherweise auch selbst schon von Antisemitismus betroffen war. Mit diesem Vorgang jetzt aber hat er der wichtigen Debatte über Antisemitismus in Deutschland ganz offensichtlich einen ziemlichen Bärendienst erwiesen. Direkt nach dem Vorfall zeigte er den Hotelmitarbeiter W. wegen Volksverhetzung an. Der wiederum erstattete Anzeige gegen den Musiker wegen Verleumdung. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft nach langen Ermittlungen entschieden, wie sie damit umgeht. Das eine Verfahren wegen Volksverhetzung wird eingestellt
und Ofarim wird angeklagt und muss sich vermutlich dann vor Gericht verantworten.